hallo und ganz herzlich willkommen bei cybersoft in diesem video geht es darum wie ihr die neue windows-version die 18.0.9 das sogenannte herbst-update für das jahr 2018 herunterladen könnt also wie ihr euch da eine iso-datei herunterladen könnt und im nächsten teil des videos geht es darum wie wir uns diese iso-datei entweder auf einen usb-stick oder auf eine dvd brennen um dann unser system damit zu updaten Fangen wir damit an, dass wir uns als erstes die ISO-Datei herunterladen. Ich habe euch hier mal einen Link von Deskmodder ähm, in die Beschreibung verlinkt. Das scrollen wir hier nach unten und laden uns hier diese Datei herunter. Das Media Creation Tool ist eine modifizierte Version. Ähm, hier müsst ihr entsprechend entscheiden, ob ihr ein 32-Betriebssystem habt oder ein 64-Betriebssystem. Bei mir ist das Ganze hier ein 64-Bit-Betriebssystem und deswegen lade ich mir hier diese Version des Media Creation Tools runter das ganze öffnen haben wir hier entsprechend die Excel Datei das ziehen wir uns auf den Desktop in meinem Fall nachdem das erledigt ist können wir den Explorer hier schließen und auch den Browser können wir wieder schließen haben hier das Media Creation Tool und das müssen wir jetzt nur noch öffnen ausführen eine entsprechende Benutzerkonto Steuerungsmeldung mit ja bestätigen müssen wir natürlich hier dem Lizenzvertrag zustimmen klicken wir also hier auf akzeptieren Jetzt haben wir die Möglichkeit, ein sogenanntes Emplacement-Update durchzuführen. Also in, entsprechend diesem PC hier, auf dem ich die Aufnahme durchführe, dass wir diesem PC hier direkt das Update spendieren oder entsprechend ein Installationsmedium herunterladen. Ich entscheide mich jetzt hier für den zweiten Punkt, ein Installationsmedium herunterladen. Gehen wir also hier auf Weiter. Können jetzt hier die Sprache auswählen und ähm, die Edition. Müsst ihr hier unten aber den Haken rausnehmen. Bei mir ist das Ganze hier Deutsch. Windows 10 und dann hier entsprechend entweder die ähm, 32-Bit, das ist hier 86, oder die 64-Bit oder beide. Ich nehme jetzt hier die 64-Bit, weil wenn wir da beide runterladen, das passt nicht mehr auf eine DVD. Ähm, deswegen hier 64-Bit weiter. Okay. Jetzt haben wir die Möglichkeit, das Ganze direkt auf einen USB-Stick zu kopieren oder eben die ISO-Datei runterzuladen. Das Problem ist, wenn wir hier die erste Option nehmen, können wir das Ganze nicht mehr auf DVD brennen und müssen dann einen umständlichen Weg gehen. Deswegen ist die beste Wahl hier die ISO-Datei, weil da haben wir dann die Möglichkeit, das später entweder auf einen USB-Stick oder auf eine DVD zu kopieren. Nehmen wir also hier die ISO-Datei und gehen auf Weiter. Jetzt bekommen wir hier eine Möglichkeit, das Ganze zu speichern. Ich werde mal das hier auf meinen Desktop ablegen. Windows.iso. Das Ganze hier unten speichern. Und schon beginnt hier der Vorgang des Herunterladens. Warten wir also hier entsprechend ab. Jetzt hier unten auf Fertigstellen klicken. Jetzt wird nochmal eine Bereinigung durchgeführt und das war's auch schon. Hier unten haben wir jetzt unsere ISO-Datei von Windows. Das ist jetzt die aktuelle Version. Wie ihr seht, mit 3,61 GB passt das Ganze auch hervorragend auf einen Standard-DVD-Rolling. Ähm, ich werde das jetzt hier mal auf einen USB-Stick kopieren und wie ich das Ganze mache, das zeige ich auch noch gleich mit. Wir haben hier das Tool Rufus in der aktuellen Version 3.3. Ich habe auch schon einen entsprechenden USB-Stick bei mir angesteckt mit ausreichender Größe, der müsste so rund 60 GB haben. Ähm, starten wir also hier Rufus. Die entsprechende Benutzerkonto-Steuerungsmeldung bestätigen wir mit einem Klick auf Ja. Jetzt haben wir hier oben schon unseren USB-Stick ausgewählt. Wichtig ist, dass ihr hier nochmal nachschaut, ist es wirklich der richtige Stick oder die richtige ähm, Platte. Nicht, dass ihr hier irgendwas formatiert, was ihr noch äh, braucht, weil wenn ihr das hier abgeschlossen habt, dann ist euer Stick auf jeden Fall formatiert. Im zweiten Schritt wählen wir hier bei Auswahl unsere ISO-Datei aus, klicken wir also hier auf Auswahl und dann hier auf unsere ISO-Datei windows.iso. Hier unten die Einstellungen können wir so belassen, hier oben haben wir noch die Einstellung GPT. Das ist jetzt interessant, ähm, auf welchem Zielsystem ihr das Ganze installieren wollt. Habt ihr neuere Rechner mit GPT oder mit wi dann müsst ihr hier GPT auswählen, wie das bei mir der Fall ist, oder habt ihr ältere Rechner? Dann könnt ihr hier entsprechend auswählen MBR und hier dann BIOS bzw. CSM UEFI und damit geht das Ganze auch auf älteren PCs. Wollt ihr allerdings nur ein Upgrade machen, also ihr habt Windows schon installiert und wollt ein Upgrade machen, dann ist es im Grunde genommen egal, was ihr hier auswählt. Die Einstellung hier ist nur wichtig, wenn ihr davon booten wollt. Gut, lassen wir das also alles so, wie es ist. Hier unten die Einstellung können wir so belassen und wir klicken einfach hier auf Start. Die Warnmeldung hier bestätigen wir mit einem Klick auf OK. Jetzt können wir hier einfach auf Schließen klicken. Damit ist der Vorgang hier beendet. Wir haben also unsere neue Windows-Version jetzt auf dem USB-Stick kopiert und können jetzt hier anfangen mit dem Update von unserem Rechner oder eben einer Neuinstallation. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich in einem weiteren Video. Das soll es erstmal hier gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch wie immer einen schönen Tag. Dankeschön. Tschüss.